ICE 518 nach Hamburg-Altona um 16:45 Uhr. Baureihe ist die 401, 847,8 Tonnen schwer, 14 Wagen und 353,7 Meter lang auf der Strecke Duisburg-Bochum. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3, der denn nicht spielt das. Wir werden hier erstmal die Türen entriegeln, würde ich sagen. So, wer denn dann? Die Zugsicherungssysteme einschalten. Was da wäre? AFB. So, dann brauchen wir die LZB. LZB und SIFA. So. Stellen die AFB auf 40 fürs Erste. So. Machen hier noch Spitzensignale. Oh, das war so. Zack und zack. Das müssen wir noch aufsperren. So, dann können wir die Türen schon mal wieder verriegeln. Lass mal auf automatisch. So, haben aber noch rot, wie ihr seht. Warum auch immer. Aber das wird wahrscheinlich seinen Grund haben. Wir können ja mal schauen, ob wir... Nein, wir sollen auf Signalwechsel warten. Und wenn wir das tun... Ist einiges los in diesem späten Nachmittag. Vorne steht noch ICE3. So, und ich hoffe, wir haben jetzt gleich Ausfahrt. Duisburg. Tja. Jetzt dürfen wir, wunderschön. Jetzt zur rechten Zeit die Bremse gelöst. So, wir dürfen uns nicht befreien, beziehungsweise dürfen nicht schneller als 45. Das haben wir auch erstmal nicht vor. Hier sowieso noch quittieren. Das haben schon wieder rot gleich. Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt haben wir gelb. Tiefer. Wir haben noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km/h. Ihr seht's. Befreien können wir uns nicht. Beim Wechselblinken stehen unter 1000 Hertz Beeinflussung. Wird wohl auch noch eine Zeit lang so bleiben, nehme ich mal an.
So, jetzt haben wir grün. Haben wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 85. Das heißt, wir gehen auf 80, können uns jetzt befreien und können jetzt auch auf die angezeigte Geschwindigkeit gehen. Von 100 km/h. Wunderschön. Da kommt ein ICE 3 reingefahren. Und wir fahren schön mit unserem ICE 1 hier durchs Ruhrgebiet. Sehr, sehr nice. Das angesprochene Signal, was jetzt auf grün gesprungen ist und uns somit nicht mehr stören wird. Wir können hier weiter aufschalten. Und uns kommt jede Menge KI-Verkehr entgegen. Ihr seht, da kommt schon wieder ein Nahverkehr. In Form von Baureihe 146 und ihren Dostos. Erledigt. Übrigens, erste Station Essen Hauptbahnhof in 15 Kilometer. Sollte für ein ICE kein Problem sein, die Strecke. Übrigens, mit dem ICE 1 durchs Ruhrgebiet zu fahren, ist auch mal was Schönes, finde ich. Mal was ganz was anderes. Das ist immer mit den Zügen, die hier sowieso fahren. In Form von RE, Amsterwacke und ICE 3. Finde ich den ICE 1 hier mal auf der Strecke wunderschön. Richtig schön, Abwechslung. So, haben mittlerweile auch unsere Geschwindigkeit von 150 erreicht. Damit sollten die 12 Kilometer, die jetzt noch zu absolvieren sind, kein Problem sein. Wunderschön. Wunderschön. Oh, oh. Jetzt müssen wir ganz schnell langsamer werden. Wir haben Rot. Ah, jetzt ist wieder grün. Also das mit den Signalen hier, da muss man echt auf Zack sein. Ihr habt es gesehen, das geht ruckzuck. Und wenn man da nicht ruckzuck reagiert, dann gibt's, dann setzt es die Zwangse. Und zwar die PCP-Zwangse. Also da muss man ruckzuck auf 85 runterbremsen. Innerhalb eines bestimmten Zeitfensters. Und dann haben wir schon wieder rot. Sie ist ordentlich was los auf der Strecke. Ihr seht, das ist kein einfaches, chilliges Fahren hier. Wieder grün, also meine Güte.
Also diese 10 Kilometer können auch sehr, sehr lang werden. Schauen wir mal, was uns noch so erwartet hier. Fällt gerade auf, wir sollten mal die Geschwindigkeit reduzieren. So. Eine Menge Quietschis hier unterwegs. Da kommt der nächste ICE-1. Sehr nice. So, was gibt's da? Ist grün geworden. Also ziehen wir trotzdem mal zur Vorsicht. Gerade noch auf grün gesprungen, ihr habt es gesehen. So, dann dürfen wir gleich endlich mal 160 fahren. Wenn nicht wieder irgendein rotes Signal dazwischen kommt, man weiß ja nie. Ach, egal, wenn er aufschalten und trotzdem müssen wir bremsen. Ja. Jetzt ist wieder grün. Jetzt weißt du nicht, was du tun sollst. Das ist wirklich anspruchsvoll, das muss ich wirklich sagen. Ein richtig schönes, anspruchsvolles Szenario. Von allerfeinsten. Also wir haben irgendwo vor uns einen langsameren Zug, der uns so ein bisschen einbremst hier, würde ich fast sagen. Aber dem wir wahrscheinlich gerade so hinterherfahren, dass das einigermaßen passt mit den Signalen. Also, aber je nachdem wie schnell er fährt, kommen wir dem natürlich jetzt immer mehr auf die Pelle, weil wir fahren jetzt gleich 160 und wenn das ein Regionalzug ist oder eine Quietsche, die fahren natürlich längst nicht so schnell, ist logisch. So, noch sieht's gut aus. 3,4 Kilometer. Sind wir endlich in Essen. So, 130. Und dann sind wir gleich in Essen. Sehr, sehr schön. Oh, wir sollen ja auch gar nicht mehr groß aufschalten. Bloß noch 1 Kilometer. Gleis 06 werden wir einfahren.
Da sind wir schon. Sieht noch ein hübscher. Ja, der jetzt gerade Ausfahrt hat wahrscheinlich. Ja, die Türen schließen sich. Dann wird sich der RE in Bewegung setzen. Hinten steht noch ein ICE-3. Ne, ICE-1. Sorry. So, da wären wir in Essen. Sehr, sehr nice. Die Einkaufsstadt. Perfekt. So, der fährt jetzt nach Duisburg. Macht sich schon auf den Weg. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. So, und unsere nächste Station heißt Bochum Hauptbahnhof. Hier schon mal derweil die Bremsen lösen. Und dann fahren wir 15 Kilometer nach Bochum. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Tschüss Essen, da kommt noch ein IC1 reingefahren. Sehr, sehr nice. So, da kommen wir auch wieder auf Geschwindigkeit. Gleich 150. Noch ein RE entgegen. So, dann dürfen wir gleich 160. Jetzt.
wunderschön, wunderschön. Mit dem ICE-1 durchs Ruhrgebiet. Scheinbar haben wir jetzt den Zug, der uns da eingebremst hat, hinter uns gelassen, sodass wir jetzt grüne Welle haben. So will ich das mal nennen. Also bis jetzt ist da nichts mehr, was uns irgendwie einbremsen würde, außer Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut jetzt. So, 3 Kilometer noch. Dann sind wir in Bochum. So, dann wären wir auch schon da. Ein bisschen aufschalten können wir noch, sonst bleiben wir nämlich gleich sofort stehen. Warum kriege ich dort eine Zwangsbremsung? Ich verstehe es nicht. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ich wünsche euch von Herzen einen guten Rutsch. Das war die kleine Fahrt von Duisburg nach Bochum mit einem ICE 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Warum ich dauernd die Zwanse bei am 500 Hertz Magnet kassiere, verstehe ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren da ein bisschen Ratschläge geben, warum. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, kommt gut ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Euer The Danny Spitters. Schließen jetzt hier noch die Türen. Eigentlich. So. Bekommen wir den Gold oder bekommen wir gar nichts oder wie auch immer? Nein, es gibt keine Medaille. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer The Danny Spitters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Macht's gut. Bye, bye.